Problem je v tem, da ta dežela nikoli ni bila osvojena. Problem je v tem, da vsi dajo za ta problem, ampak vsi samo sedimo in čakamo. Ja, kaj pa naj naredimo? A vidiš mogoče kje kakšen vlak? A vidiš mogoče kje kakšno senco upanja? Die, die Demonstration vor der Bischofsresidenz organisierten. Während sie Briefe an meinen Vater schrieb, lag ich in den Windeln neben ihr. Während sie Flugblätter druckte, schlief ich in einem Tuch, das sie sich umgebunden hatte. Während sie an geheimen Treffen teilnahm, trank ich an ihrer Brust. Sie war 20 Jahre alt, als der Krieg begann. Sie hatte nicht damit gerechnet. Sie hatte in dem Gefühl gelebt, dass die Zukunft weit und offen vor ihr liegt. Sie wollte sich von der Realität nicht unterkriegen lassen. Ist man verträumt, wenn man sich nicht in das Gegebene fügt? Ist man fanatisch, wenn man sich nicht von der Angst kleinkriegen lässt? Ist man ehrlos, wenn man nicht stillschweigenden Gehorsam übt? Ich stelle nur allgemeine Fragen. Emotionen haben nie einen Sinn. Man muss von der richtigen Sache überzeugt sein. Man muss die Situation realistisch einschätzen und die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist eine ganz nüchterne Angelegenheit. Keine Gefühle, keine Affekte und bitte kein falscher Pathos. Ich habe meine Mutter verloren. Sie liegt in einem Grab in St. Jakob im Rosental, zusammen mit 8 anderen aus ihrer Truppe. Hören Sie den neuen Slogan der Tourismuswerbung. Kommen Sie nach Kärnten, dem Land des antifaschistischen Widerstands. Bergsteigen auf den Spuren der Befreier. Baden am Partisanenufer. Ceste in trge imenujejo po nas. Tiskajo nas na bankovcih in nas razglašajo za častne občane. Es werden Wanderkarten mit den Routen unserer Kuriere herausgegeben. In den Reiseführern werden unsere Punkte als Ausflugsziele genannt. Auf Erlebnisspielplätzen lernen Kinder Flugblätter zu drucken und Brücken zu sprengen. Novi partizanski kviz bo bestseller. Na trg prihajajo računalniške igre, kjer je treba ločiti prave partizane od preoblečenih provokatorjev. Uporabljajo metode razvite pri manipulaciji prebivalstva.